So, heute machen wir mal etwas Süßes in der Küche und dafür präsentiere ich euch die V-Pops. Und jetzt, wenn ihr euch fragt, was sind V-Pops, die habe ich selber erfunden, kein Witz. Und die Idee kam ja nicht, weil eine Kollegin von mir sehr Fan von Meteor-Datteln ist und auch von Peanut Butter. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann man diese Sachen irgendwie verbinden. Und heute zwar keine Meteor-Datteln, aber frische Datteln. Die sind halt wie getrocknete Datteln, einfach halt vor dem Trocknungsvorgang. Und ihr seht auch, die sind noch richtig frisch und saftig. Wir werden jetzt alle Dinge zusammen machen und dann haben wir so kleine gefüllte Kugeln mit einem Schokoladenüberzug. Und ich würde sagen, wir machen uns jetzt an die Sache. Wir brauchen eigentlich gar nicht viele Zutaten. Wir haben hier die Datteln. Ich würde nicht die normalen getrockneten Datteln nehmen. Sie müssen ein bisschen eine dickere Schicht haben. Dann hier eine Erdnussmus hier von Karma. Dann habe ich hier Orange und Mandarine. Wir werden heute beide Sachen machen. Also einmal Mandarine und einmal Orange da reingeben, beides von einem Lokalladen. Man riecht auch, dass die, die sind weniger gespritzt und noch frischer. Und dann dunkle Schokolade, die man gut brechen kann. Also zuallererst würde ich sagen, nehmt ihr diese Schokolade. Ich mache jetzt die doppelte Menge aus dem Rezept, das ihr dann unten findet. Dann muss man die halt brechen in möglichst kleine Teile und irgendwo auffangen, wo man dann das Wasserbad machen kann, das alles schmelzen, damit man dann die Datteln reingeben kann. Ich lege das jetzt mal weg. Am besten macht ihr es jetzt so, dass ihr da einfach das so ein bisschen nach außen drückt, dann den Stein wegnehmt und wieder hinlegt. Am besten ist es, wenn die möglichst zusammenbleiben und nicht so zwei Hälften sind. Als nächstes kommt hier Erdnussbutter und dafür müsst ihr das nehmen und da reingeben und dann schließt ihr das wieder. Gut, nach einer Weile habe ich jetzt diese Datteln alle entsteint und mit Erdnussmus gefüllt. Nächster Schritt ist dann, wir wollen ja vier Zutaten haben, wir wollen die Datteln haben, wir wollen Schokolade, wir wollen Peanut Butter und jetzt kommt noch das Fruchtige und dafür nehmen wir eben diese Orangen oder Mandarinen. Normalerweise mache ich es mit Orangen, aber man kann auch ganz gut mit Mandarinen, das versuche ich jetzt mal zum ersten Mal. Wir werden einen Teil davon in diese Masse geben. Vielleicht noch ein bisschen Saft kann man auch noch reinmachen, damit es sich besser verflüssigt. Und der zweite Schritt ist dann von der Schale auch so kleine Zesten, nennt man das, abschneiden, die wir dann am Schluss auf diese Dinger drauflegen, wenn sie mit Schokolade umgossen sind. Also der Duft ist schon mal sehr lecker. Das ist weil halt die ätherischen Öle hier drin. Und ihr seht schon, es ist schon ziemlich viel abgeschabt. Das heißt, wir brauchen dann eine weitere, um dann die Zesten zu machen. Das reicht hier leider nicht. Also man merkt jetzt schon, zu dem herben Duft von Kakao hat sich jetzt auch so der süßliche, fruchtige Duft von Mandarine vermischt. Ich habe jetzt noch ein bisschen Saft reingemacht und habe es noch etwas mit Orange ergänzt, weil Mandarinen sind auch ein bisschen weniger gut zum Reiben und von daher ist es einfacher mit einer Orange, die hat mehr Widerstand. Und zu den Zesten, ich würde vorschlagen, ihr nehmt da einfach ein Messer. Jetzt, die haben wir schon ein bisschen traktiert, aber es hat noch ein paar Stellen, die man nehmen könnte und dann schneidet ihr sehr sanft nur die oberste Schicht des Fruchtfleisches ab und dann habt ihr so etwas, sehr dünn. Ich habe das jetzt schon vorbereitet, das heißt, wir haben jetzt hier schon ziemlich viele von diesen Zesten. Gut, wir haben jetzt hier heißes aufgekochtes Wasser. Und dann in unregelmäßigen Abständen kontrollieren, ob das sich schon verflüssigt und dann mit einem Löffel rühren.
Ich habe jetzt die Temperatur ein bisschen runtergefahren und man sieht schon, es wird alles sehr flüssig, muss aber noch flüssiger werden. Wenn man das Gefühl hat, es ist alles insgesamt zu dickflüssig, dann kann man immer noch ein bisschen Mandarinen oder Orangensaft dazu geben, damit es dann auch eine gute Konsistenz hat, um dann die Datteln darin zu rühren. Gut, und wenn es soweit ist, kommt dann eigentlich der Teil, wo man das abkühlen lassen sollte. Man kann es aber auch drin lassen, man muss auch aufpassen, dass man sich nicht die Hände verbrennt. Und dann nimmt man da die Schokolade und noch so eines drauf machen. Dann sind wir nicht fertig und dann müssen wir es abkühlen lassen. Et voilà! Die einen habe ich jetzt, die sind wie normal. Und die habe ich noch mit ein bisschen Kakaopulver darüber gemacht. Und die müssen jetzt zuerst mal in den Kühlschrank und dann später, wenn sie ein bisschen kalt genug sind, trennen wir sie und machen sie in die Gefriertruhe. So, die hier sind jetzt ein paar Stunden im Kühlschrank gewesen. Wir schauen mal, wie die schmecken. Zuerst beißt man rein und dann riecht man ein bisschen Schokolade. Dann die Datteln, also da diese saftige, weiche Konsistenz. Und dann kommt innen der salzige Peanut Butter Teil und den man noch begleitet von dieser Mandarine. Also ich bin sehr zufrieden mit denen. Wenn ihr das auch gerne mal ausprobieren wollt, das Rezept findet ihr hier unten. Tschüss.